Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sweet Amoris. Ich habe gerade schon wieder Freundschaftsanfragen angenommen und ich habe jetzt 19 Seiten voller Freunde. Das ist irgendwie echt mega krass. So viele Freunde hatte ich noch nie. Und wir haben ein paar E-Mails bekommen und ja, ich würde sagen, am Ende lesen wir mal wieder ein, zwei, drei, weiß nicht. Gucken wir mal. Und wir fangen jetzt aber an mit... Was muss ich eigentlich nochmal machen? Achso! Der Beginn von Sherlock Amoris. Ich bin in einer neuen Episode. Yay! Ich habe vom Unterricht noch ein bisschen Zeit. Diesen Lysander würde ich gerne näher kennenlernen. Ich werde mich mal mit ihm unterhalten. Aha, hallo! Du bist doch Dani, oder? Ich bin Peggy. Ich bin verantwortlich für die Schülerzeitung. Hi, Peggy. Du sollst nachts ein Gespenst in der Schule gesehen haben und du hast denselben Nachforschung angestellt. Kannst du mir was darüber erzählen? Was? Was? Wie? Wo? Hast du was herausgefunden? Weißt du, wer das war oder was da nachts los ist? Nein, überhaupt nichts. Ich habe mir nur irgendwas eingebildet und mich dann in die Idee reingesteigert. Ja. Wirklich? Ich hoffe, du verheimlichst mir nichts. Früher oder später finde ich die Wahrheit doch heraus. Nein, echt nicht. Aus dem Zimmer der Schülervertretung hört man laute Stimmen. Klingt ganz so, als würde die Direktorin Nathaniel und eine Standpauke halten. Peggy ist gegangen, um zuzusehen, was da los ist. Sofort hingehen, um zu sehen, was los ist. Lauschen, um herauszufinden, was los ist. Weggehen, um Ärger zu vermeiden. Hingehen. Die Direktorin verlässt gerade das Zimmer der Schülervertretung. Weiter. Nathaniel, ich warne dich! Wenn diese Sache nicht schnell geklärt wird, musst du nicht nur nachsetzen, dann wirst du aus der Schule verwiesen. Oh, die ist ja vollkommen außer sich. Was ist wohl passiert? Sie hat ein Bad Hair Day. Und du, junges Freundin, was machst du hier? Das geht dich überhaupt nicht an. Also verschwinde. Ja, natürlich, Frau Direktorin. Entschuldigen Sie, dass ich hier rumstehe und zum Unterricht möchte. Nathaniel ist gleich hinter ihr aufgetaucht und hat mich auf dem Flur gesehen. Warst du da? Du hast alles gehört. Nein, ich bin nur gerade vorbeigekommen und da habe ich die Direktorin gesehen. Sie ist wohl etwas wütend. Jemand hat Agnes ein Lehrerzimmer gestohlen. Und dieser jemand warst du? Natürlich nicht, aber das Lehrerzimmer ist immer abgeschlossen. Ich bin der einzige Schüler, der einen Schlüssel hat. Verstehe. Mein Schlüssel ist verschwunden und die Direktorin glaubt, ich habe damit was zu tun. Kann man ja auch verstehen. Aber ich kann überhaupt nichts dafür. Jemand hat mir meinen Schlüssel gestohlen und danach die Akten geklaut. Weiter. Wenn ich das nicht schnell in Ordnung bringe, fliege ich von der Schule. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Sollen wir uns mal im Lehrerzimmer umsehen? Vielleicht finden wir ja irgendwas. Es war Castiel. Ich sag's einfach jetzt schon. Nein, ich habe keine Schlüssel mehr. Außerdem darf ich nicht mehr herkommen, solange das Ganze nicht geklärt ist. Gut, dann werde ich mal sehen, was ich machen kann. Danke. Oh Gott. Kim treffen, Viola treffen, Carla treffen, Melody treffen, Peggy treffen. Sprich mit 5 neuen Schülern. Die sind alle neu. Nathaniel ist gegangen, der Arme. Das Ganze scheint ihn echt mitzunehmen. Kann man ja auch verstehen. Er mag seine Arbeit als Schülersprecher. Oh, oh, du hast schon gehört. Der Schülersprecher auf der Anklagebank. Das wäre eine super Schlagzahl. Ich muss unbedingt mehr darüber wissen. Was? Aber denk doch mal an Nathaniel. Das macht man einfach nicht. Ja, das wäre sicher ein Knüller. Nein, denk doch mal dran. So ist der Journalismus nun mal. Man schreibt über die neuesten Sensationen. Ach, ich mag sie jetzt schon nicht. Hi, ich bin Dani. Ich bin Carla, Dani. Du bist das also. Emma hat mir schon von dir erzählt. Und wieso? Ach ja, ist auch egal. Ich suche meinen Schlüssel. Hast du vielleicht einen gesehen? Einen Schlüssel? Nee. Okay, danke. Gut. Hallo, Dani. Kennen wir uns? Nein, ich bin Melody. Nathaniel hat mir von dir erzählt. Echt? Was? Was hat er denn gesagt? Das war kurz nach deiner Ankunft. Ich helfe ihm manchmal mit seinem Papierkram. Ach so, gibt es mehrere Schülersprecher? Nein, ich bin bloß Klassensprecherin. Aber ich helfe halt trotzdem hin und wieder. Ah, verstehe. Weißt du schon von dem verschwundenen Schlüssel? Ja, es ist schlimm, oder? Ich frage mich, wer es gewesen sein könnte. Ja, ich auch. Und ich werde es rausfinden. Gut, rausgehen. Hey du, wir kennen uns noch nicht, oder? Bist du nicht die Kleine, die vor ein paar Wochen angekommen ist? Ja, ich bin Dani. Ich bin Kim. Bist du nächst Kleine? Warte mal, ich suche einen Schlüssel. Hast du vielleicht einen gesehen? Ne, sorry, ich habe keinen Schlüssel gesehen. Okay, danke trotzdem. Warum nennt ihr mich Kleine? So bin ich auch wieder nicht. Nur weil ich 1,12 Meter bin. Hallo, ich bin Dani. Hi, ich bin Viola. Ich suche einen Schlüssel. Hast du zufällig einen gesehen? Nein, sorry, hab nicht drauf gehört. Bin ein bisschen bekifft, weißt du. Okay, danke trotzdem. Viel Spaß noch. Ich habe immer noch keinen Schlüssel gesehen, falls du es wissen willst. Dankeschön. So, wo sind denn noch welche? Muss ich noch hier mit jemandem sprechen? Ich helfe dir gerne... Oh Gott, ist das laut! Warum ist es plötzlich so laut? Ich helfe dir gerne, dabei den Schlüssel zu suchen. Hast du vielleicht eine Idee, wo er sein könnte? Wenn mir jemand gestohlen hat, habe ich natürlich keine Ahnung, wo er sein könnte. Ich lasse ihn im Zimmer der Schülervertretung, wenn ich hier bin. Und ansonsten habe ich ihn in der Tasche. Wie konnte er dann von deiner Nase geklaut werden? Keine Sorge, wir finden ihn schon. Passt du denn auf deine Sachen nicht auf, oder was? Wir finden ihn schon. Ein Schlüssel, hier irgendwo in der Schule. Und wenn ihn jemand mit sich genau rumträgt, dann viel Erfolg.
Tut mir leid, dass ich helfen will. Weißt du schon, dass dein Bruder ein Problem hat? Natürlich weiß ich das. Hilfst du ihm auch, den Schlüssel wiederzufinden? Du meinst, weil du ihm hilfst? Na dann ist er ja schon so gut wie gerettet. Ja. Hast du schon gehört, Nathaniel sitzt in der Patsche, weil er den Schlüssel von Lehrerzimmer verloren hat und dort was geklaut wurde? Na und? Hab ich noch nichts mit zu tun? Bist du jetzt nicht zufrieden? Du kannst Nathaniel doch nicht ausstehen. Wirklich? Hast du damit gar nichts zu tun? Meinst du nicht, wir sollten ihm trotzdem helfen? Ich hab doch schon gesagt, ich hab da nichts mit zu tun. Ich hasse diesen Typen irgendwie, ich komm mit ihm nicht warm. Vor allem. So, was sind meine Aufgäbchen? Sprich mit 5 neuen Schülern. 1, 2... Das sind doch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, finde den Schlüssel vom Lehrerzimmer und geh zurück zu Nathaniel. Finde Lisander und unterhalte dich mit... Aha, wahrscheinlich ist er irgendwo hier und ich kann ihn wieder anklicken. Okay, nochmal hier Klassenraum. Schaut genau hin, meine Freunde. Schaut genau hin. Hier ist er auch nicht. Die Direktorin ist in letzter Zeit ganz schön wütend. Ja, ich weiß, und ich zufällig einen Schlüssel gesehen. Nein, brauchst du vielleicht Hilfe beim Suchen? Nein, das geht schon, danke. Natürlich brauche ich Hilfe beim Suchen! Oh Mann. Rosalie, hast du zufällig einen Schlüssel gesehen? Einen Schlüssel? Nein, warum? Habe ich etwa meinen Hausschlüssel verloren? Sie fängt an, ihre Tasche zu wühlen. Nein, nein, ich habe einen Schlüssel verloren, suche ihn jetzt. Oh nein, sorry, ich habe keinen Schlüssel gesehen und du bist mir scheißegal. Okay, danke schön. Schlüssel. Hallo Lisander, wir haben uns vor ein paar Tagen getroffen. Weißt du noch, die Sache mit den Gespenstern und so? Hallo, Erika, oder? Nee, Dani. Ja genau, du und Castell, ihr seid also befreundet? Ja genau, machst du eigentlich schon lange Musik? Ja genau, du schreckst also gerne Leute? Musik, ne? Ja, seit ein paar Monaten vielleicht. Schon wieder ein Typ, der mich nicht mag. Jetzt habe ich mit allen über die Sache gesprochen, aber keiner scheint wirklich zu wissen. Ich habe trotzdem einen Verdacht. Ich glaube, es war die Direktorin. Nathaniel war es selbst. Es war Castell, Lisander, Emma, Iris, Carla, Viola. Also, entweder Castiel oder Emma. Ich sag Emma. Ja, so muss es sein. Gut, ich muss jetzt trotzdem diesen verdammten Schlüssel finden. Es wird nicht Emma sein. Aber ich hab's trotzdem. Ich versuche Nathaniel dabei zu helfen, den Schlüssel vom Lehrer zu machen. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nee. Okay, ich frage ihn weiter. Würdest du mir sagen, wenn du es wüsstest? Klar doch. Ich meine es ernst. Sei doch zur Abwechslung mal nett. Du hast doch mit der Sache nichts zu tun, oder? Hast du vielleicht eine Ahnung, wer es getan haben könnte? Jo, der Weihnachtsmann vielleicht. Was meinst du? Mann, er hasst mich. Ich versuche ja irgendwie sarkastisch zu sein, aber ich weiß nicht, was die sarkastische Antwort immer ist. Ihr habt mir gesagt, ich soll sarkastisch sein. Aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Weißt du vielleicht über den Schlüssel vom Lehrerzimmer? Was sollte ich darüber wissen? Der zweite Schlüssel ist verschwunden. Jemand versucht, Nathaniel fertig zu machen. Es gibt einen Dieb in der Schule. Nein, ist verschwunden. Ach Mausi, wo hast du denn jetzt die Bürste her? Die ist für dein Fell und nicht für deinen Rachen. So. Ein Schlüssel verschwindet doch nicht einfach von allein. Ja, deshalb muss ich ihn jemand gestohlen haben. Du hast ihn nicht zufällig? Ja, ich werde weiter danach suchen. Gestohlen haben. Oh! Du hörst dich genauso an, wie letztes Mal du geglaubt hast. Es gibt ein Gespenst in der Schule, bist du sicher? Oh Mann, woher willst du wissen, wie ich mich da angehört habe? Da hat man doch gar nicht miteinander gesprochen. Ich finde dich eh nicht sexy. Ich finde dich doof. Muss doch irgendwo hier sein. Er kann nicht wirklich weit sein. Du weißt also was? Das war nur eine Mutigung gemeint, weil du ja so scheinbar echt eifrig danach suchst. Mann, du bist voll fies zu mir. Vielleicht war der Dieb gar nicht so sehr an den Schlüssel interessiert, sondern an dem, was im Lehrerzimmer lag. Was ist denn genau gestohlen worden? Ich darf darüber nicht sprechen. Verstehe, ich kümmere mich also erstmal um den Schlüssel. Sag schon, wie soll ich dir sonst helfen? Wenn du mir nicht vertraust, sieh zu, wie du allein klarkommst. Bam. Okay, wie du meinst. Warte, also gut, die Unterlagen, die gestohlen worden waren, die Vorlage für die nächste Arbeiten, die im Lehrerzimmer aufbewahrt werden. Super, dann werden die Arbeiten also verschoben. Jetzt verstehe ich auch, warum das Ganze so schlimm ist. Oh, verstehe, mach dir keine Sorgen, wir finden schon weiter. Ja, ich weiß, hast du wenigstens schon den Schlüssel gefunden? Nein, aber im Gegensatz zu dir suche ich. Komm, sag schon die Wahrheit, ich bringe das in Ordnung und verrate auch nichts, versprochen. Weißt du, dass die geklauten Unterlagen die Vorlage für die nächste Arbeit waren? Echt? Lassen wir uns damit also erstmal in Ruhe. Hast du denn gute Noten? Das scheint dich ja zu freuen. Hast du mir immer noch nichts zu sagen? Hat dich ja zu freuen. Boah, der hasst mich. Egal, was ich mache. Wie jeder Schüler, wenn du ihm sagst, dass er in der nächsten Woche keine Arbeiten schreiben muss. Ich mochte immer arbeiten. Ich habe die Schlüssel gefunden. Yay. Fehler, der Gegenstand befindet sich nicht an diesem Ort. Der war aber gerade an diesem Ort. Endlich habe ich diesen Schlüssel gefunden. Muss ich schnell zum Nathaniel. Der ist nicht hier. Nati. Natititi. Nathanielli. Natinius. Natürlich ist er auf dem Schulhof. Er wurde ja verbannt.
Und, gibt's was Neues, Dani? Ja, ich habe deinen Schlüssel gefunden. Hier ist er. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Vielen Dank. Da muss ich jetzt noch die Vorlage für die Arbeiten finden, die gestohlen wurden. Vielleicht sollten wir mal im Lehrerzimmer nachsehen, ob wir irgendwie Hinweis darauf finden, was da gewesen sein könnte. Ich habe schon genug Ärger. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn man jetzt noch einen von unserem Lehrerzimmer erwischt. Aber wenn du die Arbeiten nicht wiederfindest, ist es doch immer noch schlimmer, oder? Stimmt auch wieder. Bist du sicher, dass du das riskieren möchtest? Ja, ich muss herausfinden, wer das war. Nein, aber ich fühle mich irgendwie verpflichtet. Ich bin nicht sicher, aber ich will wissen, wer das war. Ich fühle mich verpflichtet. Danke. Ich will dich aber nicht so zwingen. Tust du nicht? Ich habe einen Plan. Wir halten den Hauptflur im Auge. Und wenn die Direktorin weggeht, schließe ich dir schnell das Lehrerzimmer auf. Super. Ich kann dich dort nur einmal hineinlassen und du musst dich beeilen, bevor jemand kommt. Okay, alles klar. Warte, kannst du das vielleicht nochmal sagen? Nein, alles klar. Neue Aufgabe. Warte, bis die Direktorin vom Gang sich entfernt hat. Die Direktorin läuft immer noch mit ihrem grimmigen Gesicht im Flur auf und ab und ihren schlechten Haaren. Ah, Frau Direktorin. Okay, kann ich jetzt? Wo ist denn das Lehrerzimmer? Bestimmt eins dieser Räume, oder? Ich suche Nathaniel, hast du ihn gesehen? Nein, sorry. Sie ist weg. Ja. Okay, er schießt mir auf. Puh. Oh, gemütlich. Da sind wir also. Mal sehen, ob ich was finde. Was möchtest du suchen? Im Aktenschrank, beim Tischen suchen, meinem Sofa suchen, bei der Kaffeemaschine suchen. Im Aktenschrank natürlich. Das ist eine Akte mit dem Namen Lysander. Ich bin schon ein bisschen neugierig. Das geht mich nichts an. Weitersuchen. Beim Tischen suchen. Hier ist nichts. Weitersuchen. Bei den Sofas suchen. Du hast ein Armband gefunden. Es ist schon etwas abgenutzt und wirkt ein bisschen billig. Bestimmt gehört es keiner der Lehrerin. Die Besitzerin ist wohl eher die Schülerin, die Arbeiten gestohlen hat. Weitersuchen. Bei der Kaffeemaschine. Hier ist nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Zimmer verlassen. So, ich habe überall gesucht. Jetzt gehe ich wieder raus hier. Was machst du denn hier? Ich, verlass dieses Zimmer sofort. Und ich warne dich. Sollte dir hier irgendwas fehlen, wirst du zur Verantwortung gezogen. Okay. Es hätte böse ausgehen können. Dann hätte ich jetzt ein echtes Problem. Ja. Dann, ich habe die Direktorin gehört. Du hast so lange gebraucht und sie hat dich erwischt, oder? Ja, aber sie hat mich nicht einfach nur rausgeworfen. Ich habe dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Ich hoffe, ich bekomme jetzt nicht noch mehr Ärger. Wow, er denkt nur an sich. Ich habe im Lehrerzimmer einen Armband gefunden. Ist das deins? Ich hoffe, du glaubst jetzt nicht, dass ich so ein Zeug trage. Natürlich nicht, aber weißt du, von wem das sein könnte? Keine Ahnung, kann sein. Du willst es mir nicht sagen. Warum sollte ich? Du hast mich die ganze Zeit verdächtig. Tut mir leid, wenn ich dich im Verdacht hatte jetzt, weil ich weiß jetzt, dass du nichts damit zu tun hast. Ja, komm später nochmal vorbei, vielleicht zeige ich es dir dann. Arschloch. Weißt du, vielleicht wem das Armband gehört? Nein, warum? Was ist damit? Hast du was Neues für mich? Komm, sag schon. Nein, vergiss es einfach. Trägst du zufällig Armbänder? Nee, ich trage nie Schmuck und schon gar nicht sowas. Was hätte ich mir denken können? Das hätte ich mir nicht denken können. Das ergibt doch keinen Sinn. Lysander, ich habe mich mal im Lehrzimmer umgesehen und da habe ich das Armband hier gefunden. Kennst du das zufällig? Nein, sorry. Okay, kein Problem. Ich habe noch deine Akte gefunden. Was? Und hast du sie gelesen? Nein, ich habe mich nicht getraut. Das ist auch besser so. Neugier ist eine schlechte Eigenschaft. Aber du erzählst ja auch nie was von dir. So bin ich nun mal. Es gibt auch nichts Besonderes über mich zu wissen. Außer dass du so einen scheiß Modegeschmack hast. Gegeben. Keine Ahnung, ich würde sagen, es gehört eher irgendeiner Tussi. Amber! Amber, Darling! Wo bist du? Ambi! Wo sind denn alle? Hey, gehört dir vielleicht das Armband hier? Hä? Nein, sowas hätte ich, würde ich nie tragen. Amber aber bestimmt. Suri! Komm mal rein hier! Hier! Jetzt bist du denn da schon wieder? Und Nugi! Ruin jetzt wirklich jede Aufnahme! Okay, gut. Klassenzimmer! Achso, ja, gut. Oh, ja. Yeah. I know who you are. Oh, mein Gott, ja. Yeah. Ich will andere Leute treffen. Oh, was ist mit den Armen? Kannst du mir endlich sagen, wem es gehört? Nein. Und warum? Das ist echt nicht nett. Okay, ich habe keine Ahnung. Also, als ob ich so auf ein Zeug achten würde. Dankeschön, Liebling. Hast du im Lärmzimmer eigentlich was gefunden? Ja, das Armband hier. Sagt jetzt vielleicht was? Nein, nicht wirklich. Wenn du herausfindest, wie du gehört, sag Bescheid. Amber. Sag ich euch dieses Armband zufällig etwas? Nein, überhaupt nicht. Seid ihr sicher? Klar, wenn wir es dir doch sagen. Das Armband ist echt zu hässlich. Okay, vielleicht war es wirklich die Klassensprecherin da. Ich habe ein Armband gefunden. Gott, ist dir nicht zufällig, oder? Nein, aber es ist echt hübsch, finde ich. Weißt du, vielleicht wem es gehört? Nein, sorry, es sagt mir rein gar nichts.
Ich glaube, das war diese Klassensprecherin. Kann ich das einmal nochmal sehen, dass du mir eben gezeigt hast? Ja, warum? Erkennst du es doch? Es sieht plötzlich ein bisschen blass aus. Ich glaube, es gehört meiner Schwester. Ich wusste es! Ich wusste es! Was, bist du sicher? Entschuldige mich, ich muss unbedingt mal ernsthaft mit ihr reden. Danke. Der Arme, ich werde versuchen, Emma zu finden und auch mal mit ihr zu reden. Ich hab sie gerade eben erst gefunden. Ich hasse es. Da hinten ist Emma mit dem Rücken zu mir. Wo? Ich weiß nicht genau, wie ich das Gespräch anfangen soll. Die ist irgendwie immer wie so ein Dickdreh, immer zu dritt. Ich habe meinen Arm in dem Lehrerzimmer verloren und diese Dani hat es gefunden. Jetzt fragt sie überall rum, wem es gehört. Ich muss es zurückbekommen, sonst findet sie noch heraus, dass ich die Vorlage für gestern geklaut habe. Also war sie es wirklich, ist, hat sie sich selbst verraten. Sie reden weiter miteinander. Rede ich mit ihr oder verschwinde ich lieber unbemerkt von hier? Was hast du denn hier zu suchen? Bist du schon lange da? Hast du uns einfach belauscht? Ja, ich habe alles gehört. Du hast die Arbeiten gestohlen, dafür gesorgt, dass Nathaniel den Ärger kriegt. Aber warum? Na und? Das geht dir nichts an. Trotzdem, was soll das? Es ist doch dein Bruder. Er hat mich beim letzten Mal nicht in Schutz genommen. Und wenn er mich als Schülersprecher nicht verteidigt, dann ist es mir lieber, er ist ein Schüler wie alle anderen. Dann kann er mich wenigstens nicht bestrafen lassen. Aber du machst doch ständig Mist. Er hat dich doch immer verteidigt, sogar bis jetzt. Das hätte er mal weiter so machen sollen. Ich erzähle ihm alles. Du hast dich selbst verraten. Du kannst erzählen, was du willst. Wenn du die Arbeit nicht wiederfindest, bringt ihn das eh nichts. Er wird dann trotzdem bestraft. Du bist echt noch schlimmer, als ich dachte. Ich gehe sofort zu Nathaniel. Dann gib mir vorher meinen Armband zurück. Was? Wieso soll ich dir das Armband geben? Ich habe mich umgedreht, um zu gehen. Da steht plötzlich Nathaniel vor mir. Du hast alles gehört? Ja. Es tut mir leid. Dani, kannst du versuchen, einen Umschlag mit den Arbeiten zu finden? Bitte, ich muss mit einem mal reden. Klaro. Oh Mann, ist das nicht ein Umschlag? Nee, das ist ein Stuhl. Gut, Stuhl, Umschlag. Kann man mal verwechseln. Ist jetzt sowas ähnliches. Kannst du mit deinem Quietschehühnchen mal von meinen Füßen weggehen? Hol dir! Meine Aufnahmen sind viel besser, seitdem ich einen Welpen habe. Kauft euch einen Welpen. Oh mein Gott. So. Nichts. Ich sehe keine Akten. Nirgendwo sind Akten. Ich lege es zu den Akten, wenn ich Akten sehe. Könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja, was denn? Mein Notizbuch, den du mal gefunden hast. Hast du darin gelesen? Ich habe ein bisschen dran rumgebettet. Warum? Nein, nicht wirklich. Warum? Echt? Danke. Ich habe ihn leider schon wieder verlegt. Und will nicht, dass ihn jemand findet und liest. Bringst du ihn mir zurück, falls du ihn irgendwo findest? Okay, sobald ich Nathaniel die Arbeit gebracht habe, suche ich nach deinem Blog. Ich darf ja auch noch so einen blöden Blog suchen. Mann, immer ich. Da ist was. Sind das die Akten? Ja! Geil. Welches Instrument spielst du eigentlich? Kann ich auch vielleicht mal beim Proben zucken? Ich habe mich gefragt, weißt du vielleicht, was Kassel von mir denkt? Nein, welches Instrument spielst du? Ich singe. Ich habe dich doch gebeten, meine Notizbücke mit meinen Songs zu suchen. Hast du das vielleicht vergessen? Tut mir leid. Nein. Komm her. Komm hierher. Komm mal, Maus. Komm mal, fang die Maus. Viel besser. Kauft euch einen Welpen. Oh mein Gott. Ich habe dich gesucht. Hier ist der Umschlag mit den Arbeiten. Er ist noch zu. Wir hatten also nicht geöffnet. So kann ich das Ganze ja zum Glück noch hinbiegen. Und wie willst du das machen? Ich werde sie irgendwo im Lehrerzimmer hinlegen und sie wieder... Und werden denken, sie hätten die Arbeit nur verlegt. Das funktioniert bestimmt. Ich hoffe für dich. Und für Emma. Ich werde schon hinbekommen, dass sie für ein paar Tage von der Schule verwiesen wird. Sie ist wirklich zu weit gegangen. Du rächst dich also endlich an deiner Schwester? Ich tue was wirklich nicht gerne, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Verstehe, aber du hast recht. Stimmt, es gibt keine andere Möglichkeit. Mach das lieber nicht. Du hast recht. Danke. Ich hoffe, sie lernt daraus und versucht, sich zu bessern. Ich hoffe, ich finde diesen blöden Notizblock. Hässlicher Notizblock. Hässlicher Notizblock, hässlicher Notizblock, wo blickst du? Mann, wo ist er denn hingegangen mit diesem hässlichen Notizblock? Warte, war das ein hässlicher Notizblock da? Ja! Hier, bitte schön. Vielen Dank, wo war er denn? Auf dem Hof, auf einer Bank. Du hast ihn bestimmt nach der Pause vergessen. Nochmals danke. Bitteschön. Habe ich noch Aufgaben? Irgendwie weiß ich nicht mehr, ob ich Aufgaben habe. Nein, ich habe eigentlich alles fertig. Kann ich jetzt mal ein Date haben? Hey, hier geblieben. Ich wollte gerade nach Hause gehen, als Emma mir wie eine Furie auf mich zugelaufen kam. Alles gut, Emma? Oh, ich darf mir wieder was aussuchen. Ich nehme das. Das ist schöner. Mach dich für dein Date fertig. Entscheide dich für das richtige Outfit. Ich nehme das. Das kann ich danach noch anziehen. Ich denke, ich werde eh mit Nathaniel ausgehen, oder? Das ist alles deine Schuld. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Ich bin für mehrere Tage vom Unterricht ausgeschlossen. Hey, Ferien. Aber ich warne dich. Wenn ich zurückkomme, wirst du es noch bereuen.
du hast dich von Anfang an so mies benommen. Was wirst du bereuen? Sie will mich ohrfeigen. Plötzlich taucht ein Schatten auf. Nathaniel stellt sich schützend vor mich und hält seine Schwester fest. Was soll das schon wieder? Ich hab die Nase voll von deiner Dummheiten. Du regst dich jetzt ab und gehst sofort nach Hause, verstanden? Schlussbild anzeigen. Oh, wie süß. Er haut seine Schwester für mich. Das ist das beste Date nach dem Katzendate. Das ist das zweitbeste Date, das ich heute hatte. So. Gimme, gimme, gimme this build. I won't have it. Yeah, yeah, yeah. Subi. Moment, Emma war im Moment sprachlos. Dann hat sie sich umgedreht und ist wortlos gegangen. Bestimmt hat sie ihren Bruder auch noch nie so erlebt. Wow, danke. Alles in Ordnung. Gut, dass ich dich rechtzeitig da war. Du solltest nach Hause gehen. Man weiß ja nie, nachher kommt sie nochmal zurück. Er ist gegangen. Das war ein tolles Date. Bravo, du hast von Anfang an erraten, wer der Dieb war. Yay! So bekommst du den Hut, Sherlock. Du findest ihn in einem Kleiderschrank. Dankeschön. Du hast den Gegenstand Pfeife Sherlock leider im Laufe der Episode nicht gefunden. Deshalb bekommst du kein exklusives Kleidungsstück. Oh, ist okay. Amor streikt. Wir wollen aber noch 2-3 Mails lesen, auch wenn es jetzt schon spät ist. Gehe ich mal nach unten. Oh Gott. Du bist mega cool. Danke. Du auch. So. Ihr seid alle cool. Ich liebe euch alle. So, zurück zur Nachrichtenliste. So. Oh Gott, das ist ja lang. Was? Hey Dani, ich verfolge dich knapp ein Jahr auf YouTube und finde, dass du echt gut und vor allem lustige Videos. Ich würde mich freuen, wenn diese Nachricht in deinem nächsten Video zeigt. Und vielleicht könntest du mich ja grüßen. Ich grüße dich, Melizos. Auf YouTube, Martin Linchen. Und das hat sie ein paar Mal geschrieben. So, ist ein bisschen gegrüßt. Ja. Hallo. Hi. Das war bestimmt noch ein nettes Gespräch. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Habe ich neue Freundin bekommen? Nein. Oh, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich lade heute noch ein Video mit dem Uploadplan auf, dann wisst ihr, wann es kommt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.